Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition, Windows 10 Edition auf meine Kaff. So, und ich bin leider überhaupt nicht vorangekommen, lag daran, dass natürlich gestern die Alpha rauskam zur 1.0 bzw. die 0.17 Alpha. Und ja, das hat mir natürlich jetzt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, hier irgendwie selber weiterzumachen. Tut mir tierisch leid. Ich will trotzdem noch was versuchen gleich. Und zwar... Obwohl, naja, eigentlich will ich weiterbauen, andererseits nicht. Wir graben uns mal hier kurz was zusammen. Mir wurden ein paar Tipps gegeben, wie man eine unendliche Lavaquelle bauen könnte. Verschiedene Tipps, wohlbemerkt. Und das wollen wir uns auch mal kurz angucken. Oh, ich brauche eine neue Spitzhacke, die muss ich mal reparieren. So, der erste Tipp war, mal kurz gucken. Eine dahin. Und, alter Schwede, bin wieder so voll. Und einmal dahin. Und dann könnt ihr es immer aus der Mitte nehmen. Kann ich nicht. Funktioniert nicht. Moment. Nee. Nee, klappt irgendwie nicht. Vielleicht war es auch anders gedacht. Um mehr zu machen, fehlt mir natürlich jetzt wieder Lava. Moment. Dann müssen wir mal ganz kurz... Hier passiert. Der Crafting Table brennt an. Darum habe ich ihn umgestellt. Auf Notics. Oh, danke. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Warum brennt der denn an? Kann doch gar nicht sein. Mysteriös. Danke. Danke, Offnotix. Was ist denn hier passiert? Offnotix war hier. Ja, schön. Habe ich jetzt auch mitbekommen. So. Gut. Da müssen wir nochmal ganz kurz Lava besorgen. Wie gesagt, ich konnte nichts vorbereiten. Das ist jetzt wieder eine, ja, eventuell so eine ähnliche Folge wie gestern. Tut mir leid dafür. Aber da können wir mal kurz darüber reden. Ja, über das Update, was dann wohl jetzt in den Startlöchern steht, aber was in der Vorbereitung ist. Ich habe ja ein paar Videos oder jetzt zwei Videos dazu gemacht und wollte mal kurz meine Meinung geben. Also einerseits, ich finde es genial, dass ich jetzt wieder nicht weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Gehen wir mal hier lang. Dass die in der Pocket Edition so eine Geschwindigkeit jetzt an den Tag legen, um die Updates zu bringen, ist sehr nice. Kann man eigentlich nicht meckern. Und besonders, dass das End jetzt plötzlich doch kommt. Und dass es mit den Enderperlen und so weiter, dass das so super funktioniert. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hat, glaube ich, auch keiner so wirklich erwartet. Was mich jetzt, oder uns alle natürlich ein bisschen ankotzt. Ah, gut. Ist, dass ich hier den ganzen Lava weggemacht habe. Dass man so gesehen... Ich weiß, ob ich so viel Müll dabei... Indirekt eine neue Map machen müsste. Kaninchenfell? Warum habe ich das? Wenn das Update wirklich kommt und wenn wir dann zum Beispiel eine neue... Alles, ja. Ach Gott. Okay, nochmal von vorne. Wenn das Update kommt, sind diese Änderungen natürlich größtenteils nicht hier auf dieser Map. Ich wüsste jetzt nicht, was wäre, wenn wir gecheatet im Kreativmodus jetzt ein Enderportal bauen würden, ob sich das dann doch mit... Also, dass es funktioniert. Ich bezweifle es. Und wir werden richtig in Bedulde kommen, wenn das jetzt plötzlich doch schneller kommt als erwartet. Wir sind eigentlich, also in der Gruppe, wollen wir nicht sofort wieder eine neue Map eigentlich machen. Das ist eigentlich echt scheiße, weil wir sind gerade erst richtig am Bauen und es ist ja noch nicht mal ein Monat, wo wir die Version jetzt haben und jetzt machen die schon die nächste Version. Und es kann nicht sein, dass wir dann jetzt schon wieder eine neue Map machen müssen, aber wenn es natürlich dann gewünscht ist, also ich muss mich dann mit Cloud, Sari, Otze unterhalten, was die natürlich jetzt dabei denken, weil es ist echt scheiße. Ja, aber man möchte natürlich die neuen Features dabei haben, Enderperlen, die Elytra, also wenn alles so richtige Sachen, wo man richtig Bock drauf hat, ob man sie sich im Kreativ dann vielleicht dazu mogeln kann, wer weiß, könnte vielleicht funktionieren. Aber das ist natürlich noch alles in den Sternen. Und das ist, ja, sehr, sehr, sehr schwer einzuschätzen alles. So, jetzt sind wir wieder hier. Da gab es natürlich noch den anderen Hinweis jetzt, wie man das machen könnte. Und zwar... Hier mal tief. Hoppala. War natürlich auch wieder falsch. So. Zack. Zack. Moment. Ich fall da gleich wieder rein. Ich sehe, dass sie schon wieder kommen. Und dahin. Das sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, als ob es funktioniert. Oder doch?
Leute? Das funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Moment, wenn ich das jetzt oben... Ne, Moment. Ne, also irgendwie... Es gab noch mehr Vorschläge, aber die kann ich jetzt nicht gerade alle raussuchen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Oder mache ich wieder irgendwas falsch? Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist jetzt leider so... wie soll ich das mit der Ecke machen? Ob mit der Lavastrom? Nee, das macht keinen Sinn. Gut, dann machen wir das nochmal hier. Auf dass wir wieder alles abfackeln. Da lassen wir das wieder wie gehabt. So, machen dann hier nochmal wieder einen weiter nach hinten. Wenn ich in so Bedrohung komme. Da habe ich es da oben runterfließen lassen. Da. Glas haben wir ja. So. Und ja, das mit dem Brunnen jetzt ist... ouch, doof. Ist jetzt so eine Sache, ob man den Brunnen da jetzt hier so belassen soll. Da muss ich mir dann eh noch einen Kopf machen. Weil irgendwie passt das dann irgendwie auch wiederum nicht dazu. Andererseits passt das dazu. Ich weiß es nicht. So. Ich. Jawoll, funktioniert. Perfekt. Mäh. Tada! Es funktioniert und es brennt anscheinend gerade nichts an. Ah, dann, wenn das dann natürlich in der Geschwindigkeit, dann können wir das hier nochmal fertig machen. Das wäre doch nice. Wir gehen echt meine Werkzeuge kaputt. Ich muss farmen gehen. Oh mein Gott. Ja, dann lassen wir das nochmal zu. So. Nochmal. Ups. Und. Oh. Ich weiß, das ist wieder sehr spannend. Tür. Perfekt. Funktioniert. Machen wir das hier auch nochmal? So viel ist das gar nicht mehr. Wenn irgendwas brennt, da kriege ich immer richtig Angst. Perfekt. Machen wir hier nochmal Löchlein rein. Glücklich sein. Und dann gehen wir wieder hoch. Und packen hier nochmal die Lava hin. Läuft, würde ich sagen. Ja, gut, das kann man eigentlich sogar so belassen. Ich meine, die Ecken kann man so, wie es ist. Und das andere ist so ein schöner Durchguck. Und es ist richtig schön hell jetzt hier drin. Vielleicht sogar zu hell. Das ist die Frage. Oder ich könnte natürlich auch einen Lavabrunnen machen. Hätte was. Das hätte was. ja, hallo Betty. Sorry, bin gerade ein bisschen beschäftigt. Puh, gut. Eine andere Idee, die ich noch mal zeigen wollte. Wobei, Moment. Ich experimentiere mal kurz mit euch. Wie ihr wisst, ich bin kein Redstone-Experte. Definitiv nicht. Möchte trotzdem gerne was mit euch ausprobieren. Machen wir kurz alles weg. Brauchen ein bisschen Redstone. Nee. Scheiße, Glowstone. Fuck. Wie machen wir denn nochmal Redstone-Lampen? Scheiße. Oh Mist. Scheiße, ich hab's vergessen. Ich hab's mal sowas von vergessen. Gut. Muss ich dann nochmal in Ruhe nochmal nachgucken. Also, meine Idee. Und da möchte ich gerne eure Meinung haben. Bevor ich das eventuell umsetze. Mann, mach doch mal die Tür hier zu. Sonst kommen wir über die ganzen Creeper runter. Ich hätte ja hier überlegt, eigentlich da so eine Art Schild, Lichtsignal zu machen. Also, beziehungsweise Lichtsignal kam mir jetzt als nächste Idee. Funktioniert ja auch hier mit der Sensorschiene. Kann ich mal kurz zeigen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt über den Booster. Und tada! Ne? Ob ich das dann hier so noch hoch verlege? Und dann so dick. Das so baue, dass dann halt so ein. Obwohl, nee, das muss dann ja viel weiter. Muss dann hier vorne so irgendwann. Was machst du Baum hier eigentlich? Hier so aktivieren. Und dann müsste das dann da oben. Bip, 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 bip,
nur ein Lichtpfeil sein, der zu mir zeigt und dann würde ich darüber vielleicht einen Bob rüber machen. Das gleiche wollte ich eigentlich auch für den Neos machen. Aber das ist jetzt ein bisschen problematisch. Wäre natürlich die Idee, wenn man das auch hier vielleicht macht. Und dann hier an der Wand, dass das irgendwie da erscheint oder hier nochmal rüber erscheint. Und dann von wegen Neos, dass er da hinten bauen wird. Er ist ja noch nicht fertig, deswegen kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Das ist so die Idee, die mir im Kopf schwebt. Muss ich natürlich wieder gucken, wie ich das bauen soll. Das ist das Problem, echt. Ich habe immer so viel Minecraft, PlayStation 4 gespielt, Pocket Edition. Und wie ihr wisst, da werden einem ja die ganzen Sachen vorgegeben, wie man es baut. Und man achtet nicht darauf, wie es wirklich gebaut wird. Es wird zwar angezeigt, aber man achtet nicht drauf. Und das ist man richtig, richtig dumm von einem selber. Also, von der Idee, sagt gerne mal, wie es euch gefällt. So, hier wird, ja, hier wird fleißig populiziert. Populiziert, genau. Und hier oben, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Der liebe, das ist schon länger her, der liebe Philipp hat mir Holm beigebracht. Und sieht schon mal viel besser aus. Ein paar mehr Heubein und dann geht das. Dann geht das ab. Vielleicht noch ein paar Kürbisse. Der liebe Todd Micha hatte mir letztes Jahr noch Glowstone gebracht. Hatte ich selber besorgt. Trotzdem danke, Todd. Und ja, ansonsten hatte ich jetzt hier nicht wirklich viel Neues getan, logischerweise. Aber ich werde natürlich mein Tablet demnächst wieder auf die 016 runterbringen. Und dann geht es weiter mit Vorbereitungen und so weiter und so fort. Und ja. Wie gesagt, ich habe nicht viel Zeit, hat ja vorhin noch die Dings aufgenommen. Folge ist ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne Bewertung da, würde mich freuen. Gib eine Meinung ab zu der Idee da oben mit der Bahn. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.